I'm making a living, I keep my brain on the mission. You ain't talking no paper, then I ain't paying attention. I gotta get it, gotta take care of my family. Middle finger, if you don't understand it. Smoking OG strains, and I bought these planes. I do it for the power, never for the fame. My girl just hopped out the shower, she's a gorgeous thing. Told her ride it like a horseman's thing. Of course she came, kick game for my young niggas. That's to support the local drug dealers. I feel ya, I keep it realer than most of them. Like who really don't love them? And even if they don't, fuck them. Can't knock the hustle, you ain't got the muscle. We keep it popping. Hoppin' at the spot, we make the profits double. We trippin' acid, make your life move faster for you. Stop hanging with them hippies before they get your ass in trouble. Peace life, All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. And we both faded. I'm getting brain while I drive, like I'm glad we made it. Hey, all I do is stay lit. All I do is stay lit. All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. Man, I've been drinking and smoking. I've been smoking and drinking. I'm just keeping it honest when I roll up in the Lincoln. Thinking bitches and money. Switches with strippers and 20s. And counting riches, taking pictures till it's 6 and it's sunny. Nigga, Cranatonic. My plan atomic and Panasonic. To pan Japan and stack a band till I land a comet. And write a sonnet and try to pawn it and play the field. And make a wish. Say a prayer to make it real. We shaking labels and basic cables and take a pill. Red or blue, we ducking suckers. We'll fake the feel. 80 Lakers with 80 acres of magic. I could burn a zone in the traffic. Or rolling up a Cuban like that nigga from the Mavericks. I'm good up on the bitches, little nigga, you can have it. Got a real ass, real niggas try and grab it. We on my dick, but a nigga bring habit. Yeah. All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. And we both faded. I'm getting brain while I drive, like I'm glad we made it. Hey. All I do is stay lit. All I do is stay lit. All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. And we both faded. I'm getting brain while I drive, like I'm glad we made it. Hey, all I do is stay lit. All I do is stay lit. All I do is stay lit. Moving through the city with a bad little chick. I need to go to rehab. I do the C-grab. I just grab it, then I see it. And all these bad hoes going down, man, I need to give them knee pad. Leave fast with a G-pad. Cook flame, that's a heat rash. Nigga, we don't keep cash. D-plus to a C-class. Take a Uber through the city, roll it up and let the weed blast. And blood, like Kush clouds of that cash flow.
top floor, but you can call me X. Your new chick is my last hoe. I just get it, then I blow it. I just get it, then I blow it. I just get it, then I blow it. Real nigga, and she know it. She know it. Bitch, we out here taking chances, taking dances on the low. Keep that money in the mattress. I be napping on the door. If it ain't about advances, then the answer's probably no. Now these niggas wanna match us, cause they know we about to blow. Mama telling me to say, mama telling me to say, I'm a motherfucker sad. I'm a motherfucker. Cause I left here with nothing and I came back king like a motherfucking cab. All hell, hear the sound of the trumpets. From the slums to the crumbs to the crumpets. I know them fuck ass niggas gon' hate, and all my real ass niggas gon' bump it. It's a tall skinny nigga with the baby face. All up in your lady place, I never played it safe. Back shots ain't made to chase. I never put a basic bitch in my database. Cook, young nigga tryna cook. Stack this paper till it look like a book with an index. Ain't no telling what I'm in next. I can see through niggas like it's motherfucking Windex. Now I'm feeling like the old me. And you a type of nigga turn a hoe to a homie. Talking about hold me. I just set the tone, let her know that I'm Tony. Yeah, and the world is mine. All she get is dick and the pearl to shine. Then I leave fast with a G-pass. Cook flame, there's a heat rash. Nigga, we don't keep cash. D-plus to a C-class. Take a Uber through the city, roll it up and let the weed blast. And blood. Like cush clouds of that cash flow. It's top floor, but you can call me X. It's your new chick, it's my last hoe. I just get it, then I blow it. I just get it, then I blow it. I just get it, then I blow it. Real nigga, and she know it. Bitch, we out here taking chances. Table dances on the low. Keep that money in the mattress. I be napping on the door. If it ain't about advances, then the answer's probably no. Now these niggas wanna match us, cause they know we about to blow up. Grüße. Tag. Wunderschönen guten Hallo, wunderschönen guten Abend, Merhaba, Ukulu. Was geht? Wo ist der Mucke? Moment, ich hab meinen Hustenbomber vergessen. Wie geht's? Wie steht's? Was machen Sachen? Hi. Wer ist gespannt aufs EP? Ich hab Bock. Wunderschönen guten Abend und schönen Start ins Wochenende. Wünsche dir auch. Lars, dankeschön für den Prime 42. Bucky, dankeschön für 100 Bits. Justin, dankeschön für 100 Bits. Wodibär, dankeschön für den Resub am 32. Und Justin, dankeschön nochmal für 100 Bits und für den Gifted Sub. Otto von Kessel, dankeschön für 100 Bits. Und Muniel, dankeschön für den Resub am 2. Wie richtig, richtig nice, glaube ich. Boah, ich habe echt lange darüber nachgedacht, ne, was abgeht jetzt, Alter. Und bin nur mal so durch den Kopf gegangen. Und hab gemerkt, dass man das gar nicht so voraussehen kann. Wir werden einfach gucken, was im RP passiert und ich werde darauf reagieren. Wichtig ist jetzt, dass ich mich im RP erstmal um den Waffentypen kümmere, mit den Schlüsseln und so. Und ich habe vergessen, mich gestern bei Cody zu bedanken. War ein bisschen hektisch. Gibt Scorpion? Was für Scorpion, Bruder, Alter? Ich will den Revolver haben, Junge. Ich weiß nicht, was gestern passiert ist. Dann musst du dir halt VOD angucken, Bruder. Wie denn auch rund Handy? Ich hätte das ja trotzdem machen können, irgendwann. Noch.
Aber das ist so eine Sache für heute, glaube ich. Mal gucken. Ja, gestern ist echt viel passiert. Ich meine, wir haben zwar nach dem Stream noch im Teamspeak darüber gelacht und alles so, aber viele haben auch keine Lust auf dieses Streitding jetzt gerade. Max und so. Oder viele haben keine Lust, irgendwie eine Seite zu wählen und bla 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 und sind dann nicht mit so koscher. Aber was dem RP passiert, passiert dem RP und das muss ausgespielt werden. Wir werden sehen. Ich schreck da nicht vor zurück, mein Ding durchzuziehen. Das ist auch in meinen Augen gut für die Charakterentwicklung jetzt. Um diesen Sprung zu schaffen von okay, ich mach kriminelle Sachen und bla bla bla. Aber das nehme ich jetzt nicht mit. Schrei nicht so, halt die Klappe. Ich schrei nicht, Junge, du schreist. Mal gucken. Wie geht's euch denn? Was habt ihr heute so getrieben? War das für dich gestern auch eine neue Situation? Das war auf jeden Fall eine neue Situation, weil ich mich noch nie aktiv gegen meine eigenen Leute gestellt habe. Aber das ist gestern so passiert und das musste sein. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, auch im RP, dass keiner verstanden hat von denen, die da irgendwie aktiv das mitbekommen haben, worum mit mir überhaupt ging. Oder warum ich so reagiert habe und so. Außer dem Chat, ne? Kriege ich das nochmal mit, dass wenn ich offline gehe und von euch Leute rübergehen zu Johnny im Stream, Alter, und ihr da so Drama macht von wegen, was war mit Curtis OC los? Habt ihr jetzt so Stress und bla bla bla? Ich kenne den Typen seit 15, 16 Jahren. Denkt ihr wirklich, dass ich den die Freundschaft kündige wegen dem Spiel, Alter, wegen RP? Die kleinen Drama-Queens? Die Leute, die das waren, können sich jetzt angesprochen fühlen. Ich hab mir das VOD nicht selbst angeguckt, aber ich hab das mitbekommen. Alter. Wie kann man denn davon ausgehen? Wir sind nicht irgendwelche Internettypen. Und RP nehme ich auch nicht so ernst, dass ich jemanden die Freundschaft deswegen kündigen würde. Oder dass ich das überhaupt OOC mitnehmen würde und das sauer wäre. Vielleicht habt ihr das irgendwo aufgenommen bei anderen Streamern, die RP zocken, aber hier ist das nicht so. Ich mach das schon so lange und ich hab schon so viel erlebt, Alter. Und OOC-Stress bringt gar nichts. Crime Time, dankeschön für den Prime am 28. Ja, Emin, wir quatschen noch ein bisschen. Wir quatschen noch mal ein bisschen vom Stream. Hau rein. Tschüss. Ich entscheide hier, wann wir eine Pommes gehen. Das sind die Leute, die es nach 2,5 Jahren immer noch nicht verstanden haben. Ja, das ist halt echt schrecklich, Alter. Ja, klar. Ich habe jetzt Stress mit jemandem im RP. Ich kündige mir jetzt die Freundschaft. Weil man mit dem RP ein bisschen Gegenwind kriegt. Wie jetzt? Ja, sorry. Da sind gestern welche zu Johnny rübergegangen. Ich weiß nicht, wer genau. Ich habe auch nur einen Namen gehört, aber ist auch egal. Die meinten dann da so ein bisschen rein zu triggern und all so ein Scheiß. Wie jetzt? Johnny hasst keine Tiere? Wie, er hat doch einen Hund namens Oreo? Nein? Ja, doch. Für ein Bullshit, Alter. Ich glaube, einige könnten RP einfach nicht von Real Life unterscheiden. Ja, das sind halt so Leute, die Drama wollen. Weiß nicht. Gibt so viele davon. War ja damals bei Stay und auf der Allzeit genauso, Alter. Da gab es einfach Leute, die in irgendwelchen Discords abgehangen haben und sich die ganze Zeit darüber aufgeregt haben, was wer wo im RP macht, Alter. Ist total sinnlos. Brauchen wir hier nicht. Die Leute können gerne fernbleiben. Mich juckt das nicht. Solange der Rest, der jetzt zuguckt, cool ist und Spaß daran hat und so, ist mir das alles egal. Jetzt kommt endlich wieder ein bisschen Schwung rein, finde ich auch. Ist schwer für mich im RP, weil ich nicht genau weiß oder beziehungsweise planen kann, was ich machen soll. Aber ich atme einfach durch die Hose, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen, mal gucken. Ich werde jetzt nichts erzwingen. Ich werde jetzt nicht sagen, okay, die Zuschauer wollen das und das und das bringt jetzt am meisten so und so und das werde ich jetzt machen. Ich werde einfach darauf reagieren, was im RP passiert und was für Infos ich kriege. Wallah, du hast dich verändert. Nein, habe ich nicht, Bruder. Ich bin immer nur der gleiche wie damals. Aber
Kakuzu, Dankeschön für den Booster beim 7. Ja, Mann, wart ihr alle an der Akademie, Mimimi? Geht raus an die ganzen Drama-Queens, die denken, RP ersetzt das Real Life. Kuss links und Kuss geht raus, bleibt geschmeidig und besser. Dankeschön. Und Erik, der Rode, danke für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Wenn Curtis tot ist, spielst du da den Hund? Ja, Jack, und ich komm zu dir und geh dir den ganzen Tag auf den Sack mit meinem Hundeskin und beiß dich. Und ich werde mir nur vorher so einen Kegler-Echse holen, Alter, mit Gottmaut, Junge, dass du mich nicht abknallen kannst. Du Pisser. Das GTRP-Nachbesprechen? Ne, eigentlich rede ich gerade mit mir selber. Was ist denn für eine Panflötenmucke genau ab? Ach du Scheiße. Halbe Pokémon-Game. Das ist doch super, gerade die Reaktion mit dem Händler und so weiter. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass... Ach, ist doch egal. Wird man im RP sehen. Ich mach das schon. Irgendwas mache ich schon. Wie geht's euch denn? Was habt ihr heute so getrieben? Das Ganze ist zu sehen wie ein Film oder eine Serie. Jetzt spielt er bestimmt das Drehbuch. Ja, das sehen aber ganz viele Zuschauer nicht so kuschikusch. Weil ganz viele RPler dazulassen, dass in ihrem Chat so was geschrieben wird. Und da aktiv nichts gegen unternommen wird. Denken die Leute, das ist normal. Wird der Polter Script wieder beachtet? Ja, ja. Gestern Nacht bis heute Morgen um 7 Uhr war ich wach. Hab alles geklärt mit Meta, OC-Geräten und so. Was hat Sandy gemacht? Und Zoom-Vorlesung? Armtraining? Warum Armtraining? Also ich habe meinen alten PC repariert. Klar, du hast kaputt, neuer PC ist noch nicht mal verschickt. Wie, ich dachte, dein PC wäre kaputt, Jess. Also jetzt komplett. Ich habe mein Windows übrigens immer noch nicht aktiviert bekommen. Ich werde am Dienstag, auch wenn WoW Release ist, werde ich wahrscheinlich alles neu installieren müssen. Das bedeutet, dass ich, glaube ich, Shadowlands nicht zocken kann zum Release. Aber egal, geht ja eh gerade im RP mehr. Wäre ja eh nur so ein Sidekick gewesen. Hallo Marc, guten Abend. Aber ich muss neu machen. Ich muss das Windows aktivieren. Das regt mich auf. Ich habe gestern Abend noch mit dem Nick, mit dem Tiago versucht. Masahiro hat mir Keys geschickt. Das funktioniert alles nicht. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe ein Auge geschminkt und dann keinen Bock mehr gehabt. Gehe jetzt immer so vor die Tür. Was geht ab, Choppy? Schon mal nach Key geguckt von Windows 10 bei Cave for Steam für 3 Euro? Nee. Ich habe gestern rausgefunden, dass ich eine Windows 10 Pro N-Version habe. Und der gute Craig meinte im Teamspeak, dass ich auch einen Pro N-Account brauche. Den ich vorher aber nicht hatte. Keine Ahnung, was der gelabert hat. Ich werde einfach komplett neues System aufsetzen, GTA und so alles neu runterladen. Und mir die Zeit dafür Dienstag einfach nehmen. Oder bei mir war Windows-Aktivierung schon beim Windows installieren. Ja, du kannst das aber auch nachträglich machen. Bei mir ist das ja irgendwie komisch, weil ich Hardware-Wechsel hatte. Ich hatte ein neues Motherboard bekommen, weil das alte ja kaputt gegangen ist. Und den Key, den ich benutzt habe, vorher nicht deaktiviert habe oder so. Ich habe eine 250k-Leitung. Aber Dienstag ist eh frei. Habe ich ja den ganzen Tag Zeit dafür. Motherboard war kaputt, Choppy. Motherboard. Du kannst die Version von Windows 10 wechseln, ja? Wo? Wie? Mainboard, ja. Das ist kaputt gegangen. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, gucke ich so zu den Rechnern und gucke, ob die LEDs von der Grafikkarte noch leuchten. Weil das bedeutet, es ist alles noch heiler. Ich habe da ein bisschen Angst vor, dass das wieder kaputt geht. Weil nochmal eine Woche warten, habe ich keinen Bock. Ist denn der Key, den du eingeben willst, auch ein Pro N? Nein. Ich habe aber gestern Nacht gegoogelt nach einem Windows 10 Pro N Key und ich habe gar nichts gefunden. Doch, bei Mindfactory habe ich sowas gefunden. Kostet 230 Euro. Aber 230 Euro. Da installiere ich einfach neu und benutze meinen anderen Key, den ich habe. Ja, aber die N-Version ist ja nur ohne vorinstallierte Skype-Scheiße und so und Windows Media Player und so. Verstehe nicht, warum das keiner benutzen sollte. Wer braucht die ganze Scheiße?
spiel mal meine Pyramids. Viel Spaß. Kannst du nicht, wenn du Windows 10 Pro ISO hast, einen bootfähigen USB-Stick machen, im BIOS den Boot rein, Folge änderst du das? Ja doch, ich kann die andere Version nicht installieren, ne? Obelix, das kann ich dir gar nicht sagen, das ist einfach Windows 10 Pro Key ist das. 32-64-Bit-Version. Das Kuriose daran ist ja, dass ich dieses Windows schon habe, seitdem ich den neuen Computer habe. Und da auch damals nur einen ganz normalen Windows 10 Pro Key eingegeben habe. Keine N-Version. Ich habe nicht mal bei eBay einen Key gesehen, Axel. Für die N-Version. Lizenzelefant East Key für 17 Euro. Ja, aber Jazz, das sind wahrscheinlich ganz normale Standard 10 Pro Keys. Ich habe bei Google gefunden, wenn du 10 Pro N Key eingeben, da steht dann einer, solltest du versuchen, einfach um zu sehen, ob es daran liegt. Das verstehe ich gerade nicht, Pat. Ich check hier gerade irgendwie nichts. Ja, funktioniert trotzdem nicht, Jess. Ich habe noch zwei Windows 10 Pro Keys. Beide funktionieren nicht. Masahiro hat mir auch Windows 7 Key geschickt und was abgegradet wurde und alles. Egal, was ich mache, nichts funktioniert. Ich kann nicht mal mit diesem für den PowerShell, für die Kommando-Dings, den Befehl benutzen, um den aktiven Key, der hinterlegt ist, zu löschen. Da bekomme ich irgend so eine ganz komische Fehlermeldung. Um einen neuen eintragen zu können oder so. Da ist irgendwas ist da schiefgelaufen. Und bevor ich jetzt noch weiter 500 Jahre danach suche oder irgendwelche ganz dubiosen Sachen mache, um das Windows aktiviert zu bekommen, reinstalliere ich einfach. Frisches System ist eh immer am geilsten. Ist nur ein bisschen Arbeit, weil ich auch die Grafik-Settings und so wieder einstellen muss und alles. Und OBS und alles safen muss und bla, bli, bla, blub. Ja, ja, Captain, das mache ich jetzt so. Akutron, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe das installiert, weil da keine Skype-Scheiße und so dabei ist. Ich dachte, okay, dann ist das System ein bisschen cleaner. Ich habe da selber nicht so viel Ahnung von. Bist du sicher, dass das Windows vom letzten Mainboard keine OEM-Version war? Kann ich dir nicht beantworten, weiß ich nicht. Dankeschön. Ja. Was ist das denn? Sind das Flips? Nee. So Käse-Dinger? Ja. Was hast du für eine Brille auf? Ja. Wo guckst du? Ja. Du kannst da den Blaulichtfilter am Fernsehen auch anmachen. Bah. Nee. Ja, ich hab grad so ein Dings, Lutschbonbon. Ne, Lass, ich esse das noch. Nein. Doch. Okay. Hilfe. Nee, ich will das nicht. Was ist das? Sind das so getrocknete Bananen? Ah, das sind Brombeeren. Jay ist wieder am Ärger, ne? Die hat mir Nervennahrung gebracht, weil ich so traurig bin wegen dem RP. Und weil ich Johnny jetzt die Freundschaft gekündigt habe, weil er mich aus dem Park geschickt hat. Was machst du? Du bringst mir die Sachen und klaust mir die jetzt wieder? Nee, du machst das. Ach so, doch, aber ich habe doch gerade nur das Bonbon gegessen, deshalb schmeckt das nicht. Ja, hä? Dankeschön. Geile Sau. Sweet Home Alabama. Lyrics, vielen lieben Dank für zwei Gifted Subs an
Gagiafly und Benio. Oh, Benio hat einen Sub bekommen. Der gute Benio, der mir Gitarre ummodifiziert hat für LA Rhodes. Curtis Foss, Johnny, Clash of Gods. Der soll reinkommen. Daumen drücken, Junge. Die sind schon wieder alle in der Diablo-Sucht, die Idioten. So, was haben wir gesagt? So, EP wird sich zeigen, wird einfach gemacht, wird nicht drüber nachgedacht, weil ich finde da eh kein Ziel. Aber hab ein bisschen Kopf gefickt, ich war echt bis heute Morgen um 7 Uhr wach. Ich hab noch Flucht der Karibik und so ein Shit geguckt, ich konnte nicht pennen, Alter. Aber ich muss doch ehrlich zugeben, das geht mir schon... Also das ist, wie soll man sagen? Ich mag das Spiel schon so sehr, dass mich das auch beschäftigt danach, ne? So, man hat nach einem EP, wenn irgendwas passiert ist, muss ich das irgendwie verarbeiten im Kopf. Keine Ahnung warum. Ich habe da eine sehr hohe Gehirnaktivität. Was war gestern? Ach, Fungi, das ist viel zu viel. Da musst du dir das Video nie angucken, wenn du Bock hast. Aber intern Streit. Crazy, was willst du denn hier, Danjo, du Plepp? Aber über mich gelacht, als ich auf VL geheult hab. Schon mal von GTA geträumt, na klar. Naja, das ist halt die Sache nicht, dass mich da traurig macht oder so, aber nur, dass mich das beschäftigt. Weil da kommt halt alles zusammen, so. Du hast das im EP und das passiert und dann bist du, ich war ja halt richtig tiltet gestern. Aber ich war nicht mal tiltet wegen dem Hund an sich selber, sondern wie das ausgespielt wurde alles. Ich war enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich war enttäuscht von den Leuten, mit denen ich zusammenspiele. Weil ich weiß ja, dass die reinkicken und Spaß haben. Und dass auch diesmal nicht zu ernst genommen wird, also nicht reingeschwitzt wird oder so, dass man einfach nur Spaß haben will. Aber das fand ich gestern richtig dumm. Und das von seinen eigenen Leuten so zu sehen, ich meine, ich bin auch nicht perfekt, aber das hat mich schon hart getriggert. Aber wann hast du denn geheult, Solti? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach, komm, verfrag mich, Alter. War herzlos irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das vorhin so erklärt, als ich nochmal geredet hatte, wie das ist eine Immersion so. Und das ist halt einfach so eine Fantasiewelt und klar weiß man, dass das kein richtiger Hund ist und bla bla bla, aber du spielst RP, also spielt das auch so gefällig so aus. So, und spielst du so einen Charakter, der einfach einen Hund verletzt? Machst du das? Nein. Ja, warum schießt du dann? Ja, weil der gebissen hat. Das ist halt irgendwie dumm, weiß nicht. Mir egal. Als wir die Growth ausreißen lassen haben, wegen dem Kopfschauen, wir bis dahin davon ausgegangen sind, dass die Just Rip sind. Aber war auch kein hysterisches Heulen, war halt traurig. Klar. Man hat irgendwie eine emotionale Bindung dazu, ne? Ich erinnere nur an den Abend, wo Lynch ins Wasser gesprungen ist, so. Alter, da sind auch ein paar Tränen gekullert. Weil das ist, keine Ahnung, ist halt, wie viele hier sagen, ist halt wie so eine Serie. Wie so ein Film. So, man erlebt jeden Tag irgendwas und da hat man schon irgendwie so eine Bindung zu. Games of Growth. GZSZ-Ghetto-Version. Selbst bei dem Cringe, den ich manchmal mache mit Mila. Und wenn da irgendwie so, wenn ich wieder so einen auf Eifersucht tun, so, merke ich das auch im echten Leben, dass so ein ganz, ganz kleiner Funke von überspringt. Weil du deinem Gehirn halt die Signale gibst, weil du das halt schauspielerst, ne? Du gibst deinem Körper und deinen Emotionen halt die Signale, dass du halt dich gerade in diese Lage versetzen willst, dass du wirklich eifersüchtig bist und so. Und dann merkst du das doch irgendwie ein bisschen. Das ist ein ganz weirdes Gefühl, aber daran muss man sich gewöhnen. Wenn man das so wirklich ernst nimmt, dann der P.
keiner, der intensiv RP spielt oder gespielt hat, kann mir sagen, dass ihn das kalt lässt. Nein, glaube ich auch nicht. Naja, es gibt mit Sicherheit welche, die das überhaupt gar nicht interessiert, die es ja auch gar nicht reinsteigern. Aber das sind wahrscheinlich meistens die, die eh nur auf dem Server sind und Gang und Knatterei so. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass einem Finn oder Bademeister oder einen Haze oder so dem das nahe gehen würde. Weil die da gar nicht so auf dem Schirm haben. Nee, ich träume das RP nicht. Aber ich verarbeite alles, was ich erlebe, ganz normal halt, ne? In der Ruhephase so. Vorm Schlafen gehen, so denke ich drüber nach. Heißt ja nicht nur, weil das ein Spiel ist, da das nicht existiert, also nicht passiert ist. Ist ja für den Kopf ganz anders. Suche einen Intro-Song aus alten Live-Zeiten. Sagt jemandem Bang Bang irgendwas? Boah, Bruder. Boah. Keine Ahnung, Mann. Bang Bang, I shut you down. Bang Bang, you hit the ground. Aber das war von Kill Bill, das Lied. Das hatten wir nie in dem Intro benutzt. Ich habe nur einmal geweint, als unser Hero mit der AK in der Hand gestorben ist, RIP Tyrese. Das war auch ein heftiger Schritt von Tyrese, damals seinen Char sterben zu lassen. Aber zu dem Zeitpunkt war das eh schon im Arsch. Nicht nur das RP, auch das hinter dem RP, die ganze Sache so. Da hatte wirklich gar keiner mehr Bock drauf. Nee, das war das nicht, der Lärm, aber das haben wir nie im Intro benutzt. Erstmal Psychologen-Minuten-Gespräch nach dem Stream. Zoll, die hasst mich voll. Mir ist alles egal, solange ich weiß, dass Denver hinter mir steht. Und Mila. Und JFK. Bei JFK weiß ich auch, dass der... Boah, mich hätte wirklich interessiert, was passiert, wenn JFK gestern noch online gewesen wäre. Oh, das hätte richtig Drama gegeben, glaube ich. Aber normal, wenn man spielt zusammen, ne, Welts tue ich nicht, tust du wohl. Stimmt, zwei Members, Bang Bang vielleicht, Enrico, da hast du recht. Aber ob wir das in einem Intro benutzt haben, weiß ich auch nicht. Wallah, du hast dich verändert. Wallah, ich hab mich nicht verändert. Monarch, dankeschön für den Restart im 5. Tyrese überrascht mich immer öfter sehr positiv, sein RP ist einfach manchmal so gut. Das liegt einfach daran, weil man nur manchmal RP spielt. Ich habe das selbst bei mir auch gemerkt. Immer wenn ich so 2-3 Tage frei habe und dann wieder ins RP komme, bin ich ganz anders als wie zum Beispiel, wie ich heute jetzt RP spielen würde. Wenn man immer nur so ein ganz kleines Stück von dem Kuchen isst, genießt man das auch viel mehr. Das ist nämlich ganz schön, das muss ich auch echt mal sagen, ne? Das ist gar nicht so einfach, jeden Tag oder 5-mal die Woche RP zu spielen und immer einen Level halten zu können, ne? Von Action oder Lustigkeit oder whatever. Das ist echt schwierig, Alter. Wirklich. Weil da so viele Faktoren sind, die man gar nicht, das kann man gar nicht alles Dings. Das kann man gar nicht bewerkstelligen. Permanent auf einem Level zu sein, so. Ich glaube, so die idealste Zeit wäre einfach nur 3-mal in der Woche RP und dann den Rest irgendwas anderes zu machen, damit man immer richtig motiviert und Bock darauf hat. Man kann Spiele nämlich auch tot spielen. Merkt man aber null, doch ich merke das. Oder das war jetzt Ironie von dir. Wenn ich ein paar Tage nicht da bin und dann den ersten Tag und den zweiten Tag wieder dann da bin, dann merkt man das schon, dass ich viel aufgedrehter bin und viel mehr Bock habe und so. Und viel offener bin, auch Sachen zu tun. Die Leistung geht halt mit der Zeit dann runter. Spiele, Server, Hust. Nö, das liegt ja nicht an dem Server. Das liegt an dem Spiel selber. Ich bin für einen 5M-Kick-Server. Nee. Das hat ja da nichts mehr mit der Peso zu tun. Rumkicken und Insider und so ist lustig. Das reicht mir auch persönlich.
Ja, Day Night, das ist aber so, aber ich kann da auch nichts für machen. Das wird wahrscheinlich nur weggehen, wenn du wirklich einen Server hast, wo jeden Tag irgendwelche Scheiße am Laufen ist, so. Ja, Mr. Rank, das stimmt auch. Man weiß irgendwann nicht mehr, was man machen soll. Ja, Shino, ich muss auch sagen, dass die Woche mir echt gut getan hat, obwohl ich krank war. Aber ich habe ja sowieso von Anfang an kommuniziert, als ich wieder angefangen habe zu streamen, dass ich da viel mehr drauf achte, dass es mir gut geht. Und wenn ich der Meinung bin, eine Woche wieder irgendwann mal frei zu machen, obwohl alles in Ordnung ist, dann ist das halt so. Oh, King Tronix, danke schön für 20 gifted Subs, Habibi. Da brauche ich aber ein bisschen Keiko schlafen in den Chats in hier. Hoffe, du bist noch motiviert fürs RP, wenn GTA 6 am Start ist. Ja, ja, klar. Mit Sicherheit. Ne, Dana, ich verstehe das nicht falsch. Ich sehe das auch schon. Ich finde es halt schwierig für die Leute, die davon leben und dann gezwungen ist, RP spielen. Ja. Du bist halt irgendwann an dem Punkt angekommen, wenn du RP-Spieler bist, dass du dich... Ja, wie sagt man so schön, oder wie so haben Anger gesagt, man muss sich irgendwie selbst neu erfinden, ne? Deshalb gucke ich ja für mich schon, dass ich mal ab und zu andere Spiele anteste und so. Und ich finde, und ich bin nur sehr stolz darauf und finde, dass das auch bei mir funktioniert. Wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, 1500 Zuschauer auf Geister wechsle und so, na klar gehen da ein paar weg, so weil die sich das nicht angucken möchten oder weil das schon auch spät ist, ne? Ich spiele das ja immer abends. Aber... ganz viele Leute bleiben auch noch und gucken sich das an und finden das auch lustig. Und solange ich solche Spiele finde, wo ich mein Talent, nämlich Scheiße labern und lustig sein kann und so finde, läuft das auch. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich ein absolutes Fick auf RP gebe, wenn ich keinen Bock mehr darauf habe, dann spiele ich da nicht mehr. Dann finde ich entweder was Neues oder bin weg. Weil ich werde mich niemals hier hinsetzen und gezwungen irgendwas spielen, um weiterhin davon leben zu können, ohne was zu bieten. Das habe ich von Anfang an gesagt und das werde ich auch durchziehen. Auch wenn dann meine Existenz auf dem Spiel steht oder so, das ist egal. Da mache ich lieber irgendwas, was mir mehr Spaß macht, aber vielleicht nicht so viel bringt, anstatt was zu machen, was mir keinen Spaß macht, um mich kaputt zu machen. Ich werde hier auch niemals irgendwie ein Subgoal oder so reinballern und sagen, yo, ich muss jetzt die und die Zahl im Monat erreichen, so, sonst kann ich nicht mehr streamen oder irgendwie jemanden versuchen zu triggern, dass er mich unterstützt oder das alles auf freiwilliger Basis. Ich habe viele tolle Leute hier im Chat, ihr seid alles tolle Leute, die sich gut benehmen und so, und solange das funktioniert, kann ich das machen, kann versuchen, mich zum Lachen zu bringen, für mich eine schöne Zeit zu haben und auch für euch. Natürlich. Ja, bleib bei Geister manchmal hier, aber das Spiel zum Zugucken ist halt nach der Zeit kacke. Ja, aber du hast ja die Fernbedienung in der Hand, ne? Wenn ich das spiele und dir das nicht gefällt. Es gibt 100.000 Millionen, Trillionen Kanäle, wo du reingucken kannst. Zwingt dich ja keiner. Die Abo-Falle funktioniert doch so. Dankeschön, Chino. Ich würde mir auch 5 Stunden Just Chatting geben, dabei selber ein bisschen zocken. Ja, ich bin noch nicht so krass da drauf. Wir könnten viel mehr auf Sachen nochmal reagieren. Und auch Battle Stations bei Dings gucken, so was ich sonst auch so mache, aber... da bin ich noch unprofessionell und unsicher vor allem. Ich habe Angst, dass ich irgendwann mal was zeigen kann, wo mir dann auf den Finger gehauen wird. Oder auch bei Videos wegen Mucke und so. Da bin ich echt paranoid. Bei Cyberpunk-RP? Ich glaube, es wird kein Cyberpunk-RP geben. Ich hasse euch alle. Oha. Das ist halt das Problem. Es gibt viel zu wenig gute Sachen, die man oft spielen kann. Am besten noch mit deinen Jungs müsste man echt was anderes kommen an Games. Da machst du geh nichts, Bruder. Da machst du geh nichts. Für uns und die Truppe werden halt so Gemeinschaftsspiele richtig gut. Sonic, ich komme aus Duisburg. Bald GTA 6, das glaubst du eh nicht, Alter. Was geht ab, Therese?
Geisterjagen ist aber gruselig, aber das ist das Geile daran. Vor allem, weil so viele sagen hier, ja, das ist doch gar nicht so gruselig, das ist doch langweilig. So wie Da Vinci und so, der Großmaul, Alter. Und dann zockt er das selber und bleibt vor dem Haus die ganze Zeit stehen und traut sich nicht reinzugehen. Ich würde mir sogar Among Us mit den Lügenband anschauen. Ich finde Among Us aber nicht so lustig, ich weiß nicht. Wir haben das ja schon gespielt, das reizt mich nicht so, ich finde das langweilig. Schau dich eigentlich nur, weil du die ganze Zeit Faxen machst und nicht wegen einem bestimmten Spiel, finde ich gut, da ich selber immer der Klassenclown war. Im besten Leben, Junge. Im D-Funk sind ja viele Vorschläge für Spiele. Ja, fahr mal, aber ich bin ganz schwierig bei sowas. Hab ich auch schon 100.000 Mal erklärt. Ich bin echt schwierig bei sowas. Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur Spiele gespielt, die man ganz lange zocken kann. Und nie immer so gewechselt. Mal eine Woche dat, mal dat und dat. Ja, die Klappe, Da Vinci. Hallo, Pascal. Rocket, ja, fühlt sich heimisch an. Ich hoffe, dass der nicht mehr kaputt geht. Komm, lass einmal 3 EP. Hau ab, Junge. Geh weg. Moment mal eben. Ich muss einen Hase putzen. Game Squad, ist das dieses Dings? Das ist doch diese Militärsimulation, ne, Terrys? Das wollte ich mal testen, aber der Patrick und so meinte, dass wenn du da Faxen machst und rumtrollst, dann bannen die dich vom Server. Also kicken dich aus der Lobby. Community Minecraft Projekt. Ja, ich wollte Pen and Paper spielen, aber wir finden einfach keine Zeit, wir finden keine Zeit, damit alle am Start sind, damit wir uns zusammensetzen können dafür. Lucky muss immer arbeiten, dann kommt der abends nach Hause, dann geht der früh schlafen. Boah, ja, mal Minecraft. Was? Ich habe noch nie Minecraft gezockt, Mann. Die Musik klang gerade wie ein bisschen Super Mario, okay. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, dann spielen zu und halt die Klappe. Da Vinci, warum ärgerst du so? Wir gehen jetzt in eine Pirmes. Ja, Klitsch, ich hab den Sound schon auf dem Computer mit CD-Cutter aus. Das Problem an dem Sound ist aber, dass der noch am Ende sagt, du Wichser. Und wenn ich dieses du Wichser rausschneide, hört sich das kacke an. Also muss ich darauf warten, dass Crazy vielleicht das nochmal neu aufnimmt irgendwann. CD-Cutter aus. Für einen Tomatenmark, Junge, aber viel Spaß. Ach, der Crazy hat den Ziel. Ah, okay, Max. Der streamt also selber. Aha. Ja, wir finden schon andere Sounds. Eigentlich muss ich wieder Hihi reinmachen. Achso, auf dem Soundboard. Ja, aber der hat halt immer nur mit du Wichser am Ende. Also so hat er mir das auf jeden Fall geschickt. Und das nehme ich nicht als Sound.
Das ist zu verletzend. Ich will doch kein Rocker werden. Obwohl auf Nifty Pommes haben wir Rocker gespielt, so. So Rough Rider mäßig. So Rocker angelehnt an eine Hip-Hop-Kultur. Mit Baggies und so. So richtig fett aus, Alter. Aber Unity hat leider die Mods nicht drin. Also die Klamotten-Mods.